Er ist ein echter Koloss. Rund 3 Tonnen Edelstahl sind im Riesenwels verbaut. Dieser wurde am Dienstag im Natur- und Umweltpark Güstrow feierlich eingeweiht. Allein der 2 Tonnen schwere begehbare Kopf ist beeindruckend. 2,5 Meter hoch, 4,5 Meter breit und ganze 5 Meter tief. Das in allerlei Hinsicht fabelhafte Wesen steht im Mittelpunkt der Ausstellung zur EU-Wasserschutzrichtlinie. Was so trocken klingt, ist allerdings mehr als lebendig. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über die größten Binnengewässerflächen in Deutschland. Zahlreiche Flüsse, die Sternberger Seenlandschaft, die Mecklenburgische Seenplatte und schließlich der beeindruckende Schweriner See. Eine ganze Welt, die einen dringenden Schutz braucht. Wir haben etwa 30% unserer Gewässer, die mittlerweile wirklich dem guten ökologischen Zustand entsprechen. Das heißt von der Wasserqualität, von der Durchlässigkeit, aber auch von der physikalischen Situation her. Aber es fehlen auch noch 70%, wo wir den hervorragenden guten Zustand noch nicht erreicht haben. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Und das ist Aufgabe der Gemeinden, gemeinsam mit dem Land, Mecklenburg-Vorpommern dafür zu sorgen, dass wir bis spätestens 2027 diesen Zustand hergestellt haben. Beim NUB in Güstrow können die Besucher die heimischen Wasserwelten direkt erkunden. Nahezu jede Fischart ist hier vertreten, und zwar in ihrer natürlichen Umgebung. Einige Enthusiasten jedoch lassen sich mit einem Aquariumbesuch längst nicht zufriedenstellen. Einer von ihnen ist der Fotograf Werner Fiedler. Sein Fachgebiet sind die hiesigen Fischarten, mit einer Unterwasserkamera porträtiert. Die Porträtgalerie von Aal bis Zander wurde am selben Tag im NUB eröffnet. Wenn man irgendwo im Indischen Ozean oder so unterwegs ist, dann ist man umgeben von Fischen. Das ist hier in den Seen und erst recht in den Flüssen nicht so. Und in den Flüssen hat es eigentlich auch wenig mit Tauchen zu tun. Das ist eher körperliche Arbeit. Man muss sich da durch das Flussbett regelrecht durchrobben, will ich mal sagen. Im See ist es etwas einfacher, aber die Motive zu finden ist wohl das Schwierigste. Auch eine dritte Überraschung wurde im NUB für diesen Tag geplant. Die Waldwelten, ein Erlebnisfahrt mit 12 Stationen, im echten Waldgebiet verlegt. Am besten mit dem Rad sollten sich Naturinteressierte auf den Weg machen. Ein perfektes Ausflugsziel. 545.000 Euro wurden bereits in das Projekt investiert, größtenteils aus europäischen Fördermitteln. Die Arbeiten sind noch nicht komplett abgeschlossen. Zum Sommeranfang präsentieren sich die Waldwelten in voller Pracht. Hier wird auf abenteuerliche Weise geführt durch Lupo Lupe, ne, das ist ein kleiner Wolf, dem Kind beigebracht, wie das Leben im Wald überhaupt zusammenhängt. Ne. Und nicht nur dem Kind, mittlerweile auch etlichen Erwachsenen, die wirklich einen großen Spaß daran haben. Ne. Wir haben ja im Vorfeld ein wenig probiert und gemacht und getan und dann auch mal getestet. Ne. Kinder wie Erwachsene nehmen das sehr, sehr gerne an, dieses Programm, das wir hier angeboten haben. Umweltschutz, Bildung, Freizeit. Auf diesen 3 Säulen hat der Natur- und Umweltpark Güstrow sein einzigartiges Konzept errichtet. Jede davon bedeutet eine spannende Reise zu den Welten, die so nah liegen und manchmal so fern scheinen. Eine Reise, die es immer lohnt anzutreten.